Hallo zusammen im nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. Bei den Grundlagen haben wir uns ja im letzten Video mit den Zahlensystemen beschäftigt und gelernt, dass das Dualsystem für einen Computer sehr vorteilhaft war, da die Ziffern 1 und 0 für ihn technisch sehr einfach umsetzbar ist. Nun, in diesem Video möchte ich mich jetzt darum kümmern, zu verstehen, wie der Computer negative Zahlen abbilden kann. Das ist deshalb spannend, weil wir hier bei der Addition einer positiven und einer negativen Zahl ja ein anderes Verhalten beobachten können, wie bei der Addition von zwei positiven Zahlen. Nun legen wir los und schauen uns das mal im Detail an. Also, bevor wir jetzt uns den eigentlichen negativen Zahlen widmen, möchte ich jetzt noch mal eine kleine Wiederholung von Grundschulstoff machen, und zwar die Schritt-für-Schritt-Addition von zwei Dezimalzahlen. Warum mache ich das? Ich möchte nachher erklären, wie das mit Dualzahlen funktioniert. Und nachdem die Konzepte gleich sind, frische ich einfach mal eure Erinnerung auf, wie das mit Dezimalzahlen läuft. Also beginnen wir mit der ersten Dezimalzahl, sagen wir die 872. Zu dieser Zahl möchte ich nun eine zweite Dezimalzahl addieren. Hier wähle ich jetzt einfach mal die 353. Und jetzt fangen wir an zu addieren. Wir wissen ja, dass wir zuerst die Einerstellen addieren müssen. Und 2 plus 3 macht 5. Jetzt können wir das gleiche bei der Zehnerstelle machen und addieren halt die Zahlen 7 und 5. Jetzt ist das Ergebnis aber zweistellig, 12. Insofern müssen wir die 2 unter die Zehnerstellen schreiben und die 1 als Übertrag in die nächste Spalte der Hunderter. Nun addieren wir die Hunderterstellen, und zwar die 8 und die 3 und den Übertrag 1. Somit erhalten wir wieder ein zweistelliges Ergebnis, jetzt zufällig wieder die 12 und schreiben wieder die 2 unter die Hunderterstellen und die 1 von dem Übertrag kommt wieder eine Stelle weiter, das wären die Tausenderstellen. Diesen Übertrag addieren wir nun auch, wobei die Ausgangszahlen keine Tausender hatten, womit wir die 1 einfach unten eintragen können. Ja, jetzt haben wir die Zahlen 872 und 353 addiert. Und das Ergebnis ist 1225. So, jetzt müssen wir noch eine Sache dazu erklären. Und zwar bei Computern ist mitunter die Breite der Zahlen, also die Anzahl der Ziffern, begrenzt. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier bei der Dezimalzahl eine maximale Ziffernzahl von 3 hätten, dann könnte der Computer nur die 225 anzeigen. Die 1 daneben würde einen Überlauf darstellen. Also wir müssen uns beim Computer immer darüber bewusst sein, dass wir nicht wie bei einem Blatt Papier mehr oder weniger frei sind, die Ziffern nach links zu erweitern. Wir könnten dies nun als Nachteil interpretieren. Für die negativen Zahlen wird sich das aber durchaus als nützlich erweisen. Sehen wir uns jetzt mal die Addition von zwei Dualzahlen an. Im Prinzip machen wir wieder exakt das Gleiche, diesmal aber eben nur mit dem reduzierten Ziffernvorrat von zwei Zeichen, der 1 und der 0. Ich habe mir hier die beiden Zahlen 1101 und 1110 ausgesucht, was Dezimal 13 und 14 wäre. Wir schreiben diese beiden Zahlen wieder untereinander, wie gehabt, und beginnen wieder rechts mit der Addition. 1 und 0 ergibt als Summe die 1. Wir rechnen also, als ob es Dezimalzahlen wären. Das Gleiche gilt jetzt für die nächste Stelle. 0 plus 1 ergibt hier wieder die 1. In der nächsten Stelle addieren wir jetzt allerdings 1 und 1. Das Ergebnis wäre jetzt 2, wobei in Dualschreibweise ist dies die 10. Das wäre wieder eine zweistellige Zahl. Das heißt, wir schreiben jetzt die 0 von dieser zweiständigen 1,0 in die aktuelle Stelle und die 1 von der 1,0 als Übertrag eine Stelle weiter. Im nächsten Schritt addieren wir die 1 plus die 1 und den Übertrag 1. Es gibt dual die 3 und dezimal die 3, sorry. Und dual ist es die 1,1, also wieder zweistellig. Das heißt, wir schreiben die erste Stelle wieder unter unsere Additionsspalte und den Übertrag tragen wir dann hier oben ein. Zum Schluss übernehmen wir noch den Übertrag und das Ergebnis steht fest. Wenn wir es jetzt kontrollieren wollen, so müssen wir nun die Zahl in Dezimalzahlen umwandeln. Wir haben ja ursprünglich gesagt, wir addieren ja 13 und 14. Und das wäre jetzt 1, also ganz rechts die Ziffer wäre die 1, plus einmal die 2 macht 3. Plus 0 mal die 4
plus einmal die 8 plus einmal die 16. Das heißt, das Ergebnis wäre 27. Und das würden wir ja auch bei der dezimalen Addition durchführen. Das heißt, wir haben korrekt gerechnet und verstehen jetzt, wie wir Binärzahlen oder Dualzahlen addieren. Gut, jetzt kümmern wir uns um die negativen Zahlen. Rein mathematisch können wir negative Zahlen so definieren, dass wenn wir eine positive Zahl und die gleiche Zahl mit negativen Vorzeichen addieren, das Ergebnis 0 rauskommen muss. Am Beispiel 5 sehen wir, dass die 5 plus die minus 5 die 0 ergibt. Also so weit, so einfach. Also ist nicht wirklich kompliziert. Nun könnten wir im Dualsystem auch einfach das Minuszeichen davor setzen und wären fertig. Da müssen wir nicht weiter darüber reden. Wir haben aber ja gelernt, dass die Computer nur Einsen und Nullen speichern können. Also sie können nur Einsen und Nullen, also keine Minuszeichen speichern. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwas Schlaueres überlegen, dass wir ohne die Möglichkeit, ein Minus ablegen zu können, trotzdem negative Zahlen erstellen. Also machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt dual genau das Gleiche. Das heißt, wir schreiben eine positive Dualzahl hin, wir nehmen auch wieder die 5. Das ergibt dual 0, 1, 0, 1. Das Ergebnis unserer Rechnung kennen wir auch, das ist die 0. Also schreiben wir unten die 0, 0, 0, 0 hin. Was wir jetzt suchen, ist eine Ziffernkombination, welche bei der Addition mit der 0, 1, 0, 1 als Ergebnis halt 4 mal die 0 ergibt. Das ist jetzt unser Ziel. Wir fangen wie immer an der rechten Spalte an. Die Aufgabe besteht jetzt darin, zu überlegen, was müssen wir jetzt anstatt diesem roten Fragezeichen eintragen, damit die Addition von diesem Wert plus die drüberliegende 1 als Ergebnis die schon dastehende 0 ergibt. Im Prinzip können wir einfach beides ausprobieren, beides im Sinne von 1 oder 0. Andere Ziffern haben wir im Binärsystem nicht. Also überlegen wir uns mal, was würde passieren, wenn wir jetzt hier die 0 eintragen würden? Dann würden wir rechnen 1 plus 0 und das Ergebnis wäre dann 1. Okay, das kann es schon mal nicht sein, also müssen wir die 1 eintragen. Jetzt schauen wir mal, was rauskommt. 1 plus 1 gibt 2, binär oder dual wäre das jetzt die 1, 0. Also brauchen wir den Übertrag 1 und an dieser einer Stelle müssen wir unten die 0 hinschreiben. Das heißt, diese Rechnung wäre jetzt in der Spalte korrekt. Gucken wir uns das nächste Fragezeichen an. Hier steht jetzt Übertrag die 1 und oben drüber die 0. Also haben wir eigentlich die gleiche Situation wieder. Was muss man da eintragen? 1 plus 1 ergibt wieder 2, dual 1, 0. Das heißt, auch an der zweiten Spalte tragen wir jetzt unten die richtigerweise oder steht richtigerweise die 0. Und an der dritten Spalte haben wir jetzt den Übertrag wieder 1. Nächstes Fragezeichen. Jetzt steht hier schon 1 plus 1. 1 plus 1 ergibt ja 1, 0, also Dezimal 2, dual 1, 0. Das heißt, wir müssen hier jetzt eine 0 eintragen, damit wir wieder genau diese Rechnung haben. Das heißt, an der Stelle kommt jetzt die 0 ins Spiel, unten ist wieder korrekt die 0 angetragen und wir haben jetzt den Übertrag auf die vierte Stelle. Hier fragen wir uns wieder, was muss rein? Oben steht die 0, Übertrag 1, also muss hier auch wieder die 1 eingetragen werden, damit unten als Summe die 0 rauskommt. Und dann entsprechend natürlich wieder der Übertrag auf die fünfte Stelle. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir den Übertrag als Überlauf einfach wegschmeißen, also ignorieren, dann haben wir tatsächlich jetzt eine Zahlenkombination gefunden, die, wenn wir sie zu 0, 1, 0, 1 hinzuaddieren, als Ergebnis 0, 0, 0, 0 ergibt. Das heißt, 0, 1, 0, 1 war ja plus 5, also die positive 5. Dann muss jetzt quasi die 1, 0, 1, 1 die negative 5 sein. Das wäre jetzt unsere Darstellung einer negativen Zahl. Gehen wir das Ganze nochmal von einer ganz anderen Sichtweise an. Und zwar wollen wir die drei Dualzahlen für minus 5, für 5 und für die 0 mal in eine Reihenfolge bringen. Beginnen wir mit der 0. Zur Orientierung schreibe ich die Dezimalzahlen mal daneben. Also die 0 ist jetzt mal unsere Basis und die 5 muss jetzt irgendwie drunter liegen. Ich halte mal einen Abstand, dass wir da noch ein paar Zahlen unterkriegen. Und jetzt haben wir im letzten Video ja gelernt, wie wir dual hochzählen, indem wir einfach immer die Werte hinzuaddieren, halt in unserem begrenzten Dualformat. Und somit kann ich jetzt von 0
bis 7 hochzählen. Ich begrenze das Ganze jetzt auf 7, weil wir haben ja nur 4 Stellen und mit 4 Stellen kann ich maximal 16 Ziffern darstellen. Das liegt daran, dass 2 hoch 4 16 liegt. Das heißt, es gibt 16 verschiedene Kombinationen. Und jetzt bleibe ich einfach mal bei der 7 stehen und kümmere mich jetzt um die negativen Zahlen. Wenn ich hier schon durchzähle, dann kann ich auch jetzt nach oben die negativen Zahlen erweitern. Und jetzt halt auch wieder 8 Stück und jetzt lande ich bei der minus 8. So, jetzt haben wir 16, alle 16 Kombinationsmöglichkeiten hingeschrieben, beziehungsweise Felder für alle Kombinationsmöglichkeiten. Und jetzt kann ich die minus 5 binär, die wir vorhin eben ermittelt haben, hier eintragen. So, und jetzt addiere ich hier einfach 1 dazu und dann lande ich logischerweise bei der minus 4. Und das haben wir auch so gelernt. Wir haben jetzt die rechte Ziffer von unserer minus 5, also diese 1011, um 1 erhöht. Dann landen wir mit dem Übertrag auf der nächsten Stelle. Dort brauchen wir wieder einen Übertrag und so landen wir bei der 100 oder beziehungsweise 1100. Gut, und jetzt zählen wir hier auch ganz normal hoch, bis wir eben bei der minus 1 landen. Und genauso können wir jetzt beginnend bei der minus 5 immer 1 abziehen und dann landen wir irgendwann oben bei der minus 8. Das heißt, wir haben jetzt jeder Dezimalzahl eine Dualzahl zugeordnet und haben jetzt eben alle negativen Zahlen bis minus 8 und die positiven Zahlen von 0 bis 7 dargestellt. Das, was wir da oben sehen, jetzt diese negativen Zahlen, die sind jetzt eigentlich nicht mehr so richtig nachvollziehbar nach diesem System, wie wir ursprünglich das Dualsystem kennengelernt haben. Und diese Darstellungsweise der negativen Zahlen in dieser Anordnung nennen wir das Zweierkomplement. Und dieses Zweierkomplement hat eben den Vorteil, dass die Addition dieser Zahlen das bewirkt, was eine negative Zahl eben auch bewirken würde. Das, was wir eben gerade gesehen haben. Wir haben jetzt die 5 und die minus 5 addiert, also die 0101 und die 1011 und das Ergebnis kam die 0 heraus. Das heißt, dieses 1011 verhält sich tatsächlich wie eine negative Zahl. Und das ist eben der Grund, warum das in Computern relativ häufig eingesetzt wird. Gehen wir mal die Schritte durch, wie wir aus einer beliebigen Zahl aus einer beliebigen Dualzahl ein Zweierkomplement machen können. Und wir nehmen hier einfach wieder die 5, da kennen wir es ja schon. Das erste, was wir machen müssen, wir müssen feststellen, wie viele Ziffern stehen uns denn jetzt hier momentan zur Verfügung. Und die Anzahl der Ziffern, mit denen wir hier arbeiten, ist 4. Und dementsprechend müssen wir die Ziffern auffüllen. Das heißt, ich fülle jetzt nach links auf, bis wir 4 Stellen haben. Wenn wir einen anderen Datentyp, beispielsweise jetzt beim Programmieren den Byte-Datentyp hätten, müssten wir auf 8 Stellen auffüllen. Aber dann müsste ich hier so viele Zahlen hinschreiben. Wir bleiben ruhig mal bei 4. Jetzt muss ich als nächsten Schritt sämtliche Ziffern invertieren. Das heißt, aus jeder 1 wird eine 0 und aus jeder 0 wird eine 1. Wenn wir die Ziffern als Logikzustände interpretieren würden, also Logik, vielleicht habt ihr schon mal was von der Boolschen Algebra in der Schule gehört, und wir die 1 als true und 0 als false interpretieren würden, dann würden wir es negieren, also invertieren. Also wir wandeln sozusagen jede Ziffer in ihr Gegenteil um. Bei Dualzahlen kann man das ja machen. Und jetzt addieren wir einfach 1 hinzu. Und das ist jetzt im Prinzip das Zweierkomplement. Und das ist genau die 5, die minus 5, die wir ja heute schon mal ermittelt haben. Das heißt, das ist einfach der Algorithmus, wie wir ein Zweierkomplement ermitteln würden. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, dass ihr das mal gesehen habt. So, wir haben jetzt eine Reihenfolge erzeugt. Wenn wir bei 0, 0 beginnen würden, dann addieren wir 1 auf 0, 0, 1, dann nochmal 1 auf die 0, 0, 1, 0 und so können wir dann entsprechend weiter addieren. Jetzt landen wir bei der 0, 1, 1, 1. Rein logisch wäre jetzt ja eigentlich, wenn ich binär weiterzählen würde, die 1, 0, 0, 0 an der Reihe.
Die ist ganz oben. Das ist jetzt aber eigentlich die minus 8. Aber im Prinzip, wir können ja binär weiter addieren. Also können wir hier jetzt wieder einen dazuzählen auf 1, 0, 0, 1 und dann so weiter, bis wir dann hier bei der 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 landen. So, 4 mal die 1. Interessanterweise sehen wir jetzt bei der Spalte der Dezimalzahlen, dass wir hier bei der minus 1 stehen. Und wenn wir bei der minus 1 Dezimal 1 hinzuaddieren, landen wir wieder bei der 0. Das heißt, wir haben uns im Kreis bewegt. Und jetzt können wir mal versuchen, unsere Zahlen auch im Kreis anzuordnen. Ich werde gleich verraten, warum dies eine sinnvolle Darstellung ist. Mittig trage ich mal die Dezimalzahlen ein zur Orientierung. Wir sehen jetzt, dass die 8 zur Verfügung stehenden positiven Zahlen im oberen Halbkreis sich befinden und die von 0 bis 7 gehen. Also 0 wird als positive Zahl interpretiert. Und die 8 negativen Zahlen stehen im unteren Halbkreis und gehen jetzt von minus 1 bis minus 8. Und vor diesem Hintergrund kann man jetzt Folgendes definieren, dass die erste Stelle unserer Dualzahlen das Vorzeichen ist. Und zwar die 0 als positives Vorzeichen und die 1 als negatives Vorzeichen. Okay, soweit einfach nur eine andere Darstellung. Und mit diesem Kreis können wir jetzt ein kleines Gedankenspiel machen. Schieben wir das Ding mal etwas aus dem Weg und sehen uns mal einen Zahlentypen des Computers an, einen Datentypen des Computers, welche wir beim Programmieren tatsächlich nutzen. Und zwar den Java-Datentyp Byte, welcher genau 8 Bit breit ist. Nun, was ist ein Bit? Bit steht für eine Dualziffer und ist die kleinste unterscheidbare Einheit in unserem Rechner. Also die kleinste Speicherzelle, beispielsweise ein Transistor eines Speicherchips. Wenn wir jetzt ein Bit als kleinste Einheit, als eine Art Buchstaben des Computers interpretieren, dann ist ein Byte ein Wort des Computers. Das ist nicht ganz korrekt, aber für unsere Zwecke ein ausreichend genauer Vergleich. Ursprünglich war ein Byte immer die kleinste adressierbare Einheit eines Computers. Doch momentan ist es so, dass wir im Regelfall sagen, dass ein Byte immer 8 Bit, ein sogenanntes Oktett ist, auch wenn wir im Computer nur in 32 oder gar 64 Bit Größen adressieren können. So, aber das soll jetzt erstmal reichen. Also Byte ist für uns immer 8 Bit und Bit ist die kleinste Einheit, sprich eine Dualziffer. So, 8 Bit ergeben jetzt 2 hoch 8 gleich 256 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Bei unseren 4 Bit, ihr erinnert uns, hatten wir 16, jetzt haben wir 256. Also wir können 256 verschiedene Zahlen darstellen. Da die eine Hälfte positiv und die andere negativ sein soll, müssen wir die 256 durch 2 teilen, was 128 macht. Wir haben also als kleinste Zahl die minus 128 und als größte Zahl die plus 127. Der Betrag ist ja um 1 geringer, da die 0 ja zu den positiven Zahlen gehört. Wenn wir jetzt nur, wenn wir jetzt beispielsweise einen Computer eine Variable, eine Byte-Variable mit dem Wert 127 deklarieren und 1 hinzuaddieren, müsste entsprechend unserer Kreisdarstellung der nächste Wert im Kreis erreicht werden. Und das wäre jetzt die kleinste negative Zahl, das wäre minus 128. Wir können ja keine größeren Zahlen wie 127 darstellen. Sehen wir uns das mal in einem echten Programm an. Ich habe für dieses Programm jetzt Java als Programmiersprache gewählt. Zum einen, weil wir früher oder später sowieso mit Java arbeiten werden. Und zum anderen, weil in Java die Byte-Variable tatsächlich Vorzeichen hat. Es gibt andere Programmiersprachen, da muss man das extra angeben. Wiederum andere haben bei Byte gar kein Vorzeichen. In Java haben wir das genauso, wie ich es vorhin erklärt habe. Eben einen Wertebereich von minus 128 bis plus 127. Und keine Angst, ich werde in späteren Tutorials jetzt auf die einzelnen Details, die wir hier im Code haben, auf jeden Fall nochmal zusätzlich eingehen. Hier erkläre ich nur die für unsere Zwecke hier aktuell notwendigen Schritte und das soll uns erstmal reichen. Gut, gehen wir den Code mal schnell durch. Ich deklariere hier eine Variable, das haben wir auch schon mal gelernt, was das bedeutet. Und die hat jetzt eben diese 8-Bit-Breite, sprich ein Byte Speicherplatz. Die Java-Autoren haben diesen Datentyp sinnvollerweise auch gleich Byte genannt, also wissen wir, womit wir es zu tun haben.
Und dieser Variablen weise ich jetzt gleich den maximalen Wert, eben diese 127, zu. Danach gebe ich zur Kontrolle den Wert mal auf der Konsole aus. Das ist einfach dieser Printline-Befehl. Und da sage ich jetzt einfach vor Erhöhung Doppelpunkt und dann möchte ich den Wert der Variable sehen. Nachdem ich die Variable oben testVar genannt habe, muss ich hier eben testVar auch ausgeben. Nun erhöhe ich die Variable um den Wert 1. Das macht dieses Plus Plus. Plus Plus ist der sogenannte Inkrementoperator und der erhöht einfach den Wert um 1. Und dann gebe ich den Wert wieder aus und dann schaue ich, welcher Wert denn da drin steht. So, wenn ich das Programm nun kompiliert habe, brauche ich jetzt zum Testen eine Konsole und gebe ich den Befehl zum Start des Programms ein. Und wenn ich das Ganze dann abschicke, sehe ich tatsächlich, vor der Erhöhung war der Wert 127 und nach der Erhöhung tatsächlich minus 128. Ja, damit haben wir auch das Zweierkomplement verstanden und können auch auf den ersten Blick ganz merkwürdige Verhalten von Variablen nachvollziehen. Also Sie können sich vorstellen, dass man als Laie erstmal schon ein bisschen komisch guckt, wenn ich zu einem Wert etwas hinzuzähle und plötzlich ein negativer Wert rauskommt. Jetzt haben wir es verstanden, wie es funktioniert. Und ja, jetzt fehlt uns nicht mehr viel an Grundlagen. Das Letzte, was ich jetzt noch besprechen möchte, sind die Gleitkommazahlen. Die haben nämlich auch so ein paar Eigenheiten, die man mal gesehen haben sollte. Und danach könnte man dann eigentlich mal endlich anfangen mit dem Programmieren. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.